Und Henrik, Achtung, wir werden ein kleines Video jetzt mal abspielen. Also bitte aufgepasst, auch Sie, meine Damen und Herren, Ihr Blick gerne einmal auf die Videowand. Wenn er sich da selbst sieht und wenn er auf der Videowand sich das Bild ein bisschen bewegt, dann ist das nicht ganz so einfach, aber wir haben mit Henrik im Sattel einen ganz, ganz erfahrenen Reiter für solche jungen Pferde. Und er darf sich hier selbst ein bisschen bewundern in der Freispringbahn. Ja, ich glaube, wir haben ja auch in der Freispringbahn gesehen, dass da wieder so dieses qualitätvolle, kraftvolle Springen von United Touch durchkommt, dass ein junger Hengst wie dieser Cool Touch vielleicht noch einen Augenblick länger braucht, auch im Wachstum, auch in seiner eigenen körperlichen Ausbildung, dann mit diesem ganzen Potenzial überhaupt klarzukommen. Und wenn Henrik ihn so ein bisschen in Gang gebracht hat, ich glaube, dann können wir auch hier so ein bisschen den Vergleich ziehen zu seinem Muttervater, die Mutter im Übrigen. Und das ist das, warum wir sehr froh sind, dass wir Henrik im Sattel haben, ist die Unicor. Vielleicht haben Sie das im Katalog selbst einmal mitgelesen, die Unicor vom United Touch Carico Quinterial. Ist eine Stute, die Henrik selbst fünfjährig beim Bundeschampionat vorgestellt hat. Und dort mit fantastischen Ergebnissen und Runden am Ende auf dem 9. Platz im Finale der Fünfjährigen. Dann am Finalsonntag mit 8,9, mit 8,8 unter den Top 10 lag. Das ist die Mutter hier von Cool Touch. Und diese Unicor hat jetzt einen anderen Namen bekommen. Sie heißt jetzt No Touch MM. Und das ist der Name, den sie jetzt unter dem Sattel von Alain Juffer, vom Nationenpreisreiter, vom Schweizer Meister, trägt, ist auf dem Weg jetzt siebenjährig in den internationalen Topsport. Die Unicor bzw. die No Touch MM gleichbedeutend mit der Mutter von Cool Touch. Und diese No Touch MM, wenn man so ein bisschen ihre eigene Leistungsfähigkeit nachvollzieht, nicht nur Top 10 platziert mit Henrik im Sattel beim Bundeschampionat, sondern mit Alain Juffer, mit ihrem aktuellen Reiter, die Springfehler, die sie bis jetzt gemacht hat in ihrer Karriere. Wie gesagt, siebenjährig, die Mutter hier von Cool Touch, die kann man eigentlich an zwei Händen abzählen. Mit so viel Übersicht, mit so viel Vorsicht und Qualität ist die Mutter alleine schon ausgestattet. Und um das Ganze noch einmal abzurunden, auch der Vollbruder zur Mutter, also der Vollbruder zur No Touch bzw. Unicor, dieser unglaublich. Der war fünfjährig auch schon mit Henrik Dove Bundeschampionatsfinalist. Der ist genauso in der Ahnengalerie wiederzufinden wie dieser Cool Touch. Geht dann weiter mit der Stute Carla, diese Carico-Stute. Ist eben auch die Mutter von Unicor und unglaublich sechsjährig nach Amerika veräußert worden. Und auch selbst bei den Bundeschampionaten mit am Start gewesen. So, und ich glaube, jetzt ist er ein bisschen locker geworden, unser Cool Touch. Und jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen versuchen, die Gelegenheit zu nutzen mit Henrik, darüber zu sprechen, was wir jetzt sehr ausschweifend erzählt haben. Über diese Familie, nämlich United Touch als Mutter, Vater, die Unicor, die Stute, die du geritten hast, die jetzt No Touch heißt. Welche Erinnerung hast du erst einmal an United Touch? Mit ihm bist du ja Vize-Bundeschampion damals gewesen in dieser Zeit. Welche Erinnerung hast du an die Mutter von Cool Touch? Und wie wirkt sich das Ganze jetzt bei diesem dreijährigen Hengst aus? Ja, schönen guten Tag erstmal. Danke, dass ich hier sein darf und hier unseren Hengst vorstellen darf. Gezogen von meinem Vater, über 8 Generationen aufgebaut, ganz hinten über eine Dänenkönigstute, die mit 18 Jahren noch 1,50 Springen gewonnen hat. Die hatte einen Lupikor-Fohlen, Stutfohlen, das konnte mein Vater sich sichern. Und darauf ist der ganze Stamm aufgebaut. Über 8 Generationen hat er sich viel Gedanken gemacht. Es kam
jetzt bis zu diesem Hengst hier, wo wir sehr stolz drauf sind. Er hat, mein Vater oder wir haben viel daran gearbeitet, nicht das allerbeste Springpferd zu haben, der nur 2 Meter springen kann, sondern haben auch immer viel Wert gelegt auf schöne Typen, Charakter, Einstellung und das Wichtigste auch beim Springpferd, mit 3 tollen Grundgangarten. Und ich glaube, mit diesem Hengst ist uns das ziemlich wieder gelungen. Und dann zudem hinaus kommt der Conicor hinten in 3. Generation, die Olympia gegangen ist. Unicor selber 5-jährig mit mir mit Höchstnoten von 8,9 am Bundeschampionat im Finale. Jetzt unter Alan Jufa 1,40 platziert. Das ist sensationell, freut mich auch. Wir haben sie 5-jährig über die Auktion an Holger Hetzel verkauft. Und dann freut es mich umso mehr, dass so ein Pferd in schöne Hände kommt, weitergeht und ich sie im Sport wiedersehen kann. Genauso ist es bei United Touch. Ich hatte eine unwahrscheinlich schöne Zeit mit ihm. Es ging los auf der Körung bis 5-jährig zum Bundeschampionat. Vize-Bundeschampion geworden an den Runden. Ich schaue sie mir heute, wenn ich schlechte Laune habe und alleine bin, schaue ich mir immer wieder die Runden noch an vom Bundeschampionat. War einfach für mich ein Ausnahmepferd und ich glaube, Richard Vogel hat das auch schon mal gesagt und das ist bei mir auch so, das ist eine Art Pferd, die man so schnell nicht wiederkriegt, was sehr viele Qualitäten hat. Und ja, darauf ausgebaut, auf diese Stute, hat ihn Vollbruder unglaublich. Er war letztes Jahr erfolgreichstes 5-jähriges westfälisches Pferd. Und ich habe viel vor mit ihm. Anders wie mit der Stute können wir den jetzt ein bisschen halten. Und daraus kommt er hier, Cool Touch. Und ich bin gespannt und freue mich nicht nur im nächsten Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren und erst recht auch im Bundeschampionat mit ihm hier schöne Runden und endlich mal meinen ersten Bundeschampionatstitel zu feiern. Dankeschön. Ja, Henrik hat es angesprochen. Am Ende ist das ja nicht nur die Leistung vom Reiter im Sattel, nicht nur die Leistung der Pferde selbst, sondern ein Familienprojekt über die letzten Jahre. Wenn Sie die Bundeschampionate verfolgen, dann wissen Sie, dass die Familie Dove immer mit dabei ist, immer junge Pferde dort vorstellt. Auch das ist eben eins der wichtigen Saisonziele. Henrik, wir drücken dir ganz, ganz besonders die Daumen, dass es vielleicht mit Cool Touch dann vielleicht schon 4-jährig, 5-jährig was werden kann. Die Voraussetzungen sind allesamt da. Und jetzt wollen wir ihn hier ganz entspannt einmal mit einem tollen Schlusseindruck aus der Halle verabschieden. Und ich glaube, mit den besten Eigenschaften gesegnet, nicht nur von United Touch, nicht nur von dieser brillanten Mutterlinie, sondern auch mit dem, was über Contargos, Baloo, Chaco Blue da auf der Vaterseite steht. Jetzt dürfen Sie, meine Damen und Herren, Ihr Glückwunschapplaus auch natürlich für die Familie Dove, für Heinrich Dove, Henrik und Cool Touch.